Strahlungsschaden, das ist das Wort. Das Wort habe ich gesucht. Okay, meine Truppen wieder da in sofort. Okay, den habe ich jetzt hier weggeblastet. Die Belagerungsmaschine, die ich aufgestellt habe, die erwirtschaftet für mich also auch das Gold. Das heißt, ich krieg die Kohle von den Kills, krieg ich natürlich, weil das meine Maschine ist, obwohl sie für uns kämpft. Jetzt ist es eigentlich ganz gut hier. Ich habe ja also jetzt so einen Anti-Tank-Gun aufgestellt und Kommando rein hier. Und die Belagerungsmaschine. Ich kann noch eine Anti-Tanker aufstellen. Das ist halt vorteilhaft. Das ist also nicht limitiert. Einheiten kämpfen und man sieht auch, wie viel hier eigentlich an Zeug gerade rankommt. So, Regler rüber, kann man gleich mal zwei auf einmal. Aber die Belagerung, man sieht, die Belagerungsmaschine ist noch da. Diese Viecher hier, wie viel hat er davon hergestellt? Ja, die kosten halt nur 900, nachdem man sie einmal erforscht hat. Aber ich kriege ja auch noch ein bisschen Geld hier. Our base is in danger. Don't give up, Commander. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Man sieht ja die Anti-Tanker, wie schnell die zerstört wird. Ich glaube, wir werden schon wieder verlieren. Das geht überhaupt nicht. So, wenn dieser Hinweis kommt, the final battle, bla bla bla, das heißt, dass man gleich keine Einheiten mehr herstellen kann. Muss man also so schnell wie möglich dann machen. Weil das die letzten Runden des jeweiligen Spielers sind. Aber die greifen ja schon unsere Basis an und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, das wird ja auch wieder nichts. Solange die jetzt nicht hier... So, jetzt kann man hier zum Beispiel diese Spezialfähigkeit nicht mehr auswählen. Der Kommandant ist sozusagen verschwunden jetzt. Ich kann auch Einheiten herstellen, was aber auch nicht mehr viel bringt. Denn die Basis ist weg und wir haben verloren. Regt mich natürlich auf. Weil ich mir jetzt denke... Warum haben wir schon wieder so eine Teammitglieder, die irgendwie nicht auf die Ketten kriegen? Entweder produzieren die Unmengen Müll die ganze Zeit, so eine Mini-Einheiten, die wirklich nutzlos sind, ja, über lange Zeit gesehen oder auf Dauer gesehen, dann kannst du nicht mit, in Runde 15 noch mit den scheiß Dingern hier mit Stufe, das riecht mich gerade vor, die 150 Kristalle kosten, ja, und nach einem Schuss weg sind. Aber einige machen das. Und das ist halt blöd. Tja. Schon wieder verkackt. Jedenfalls sieht das so aus. So wie man hier sieht. Verkackt, verkackt, verkackt. Über 20 Minuten hier gespielt. Keine Belohnung werden wir erhalten. Und das ist natürlich blöd. Aber okay, ich zeige jetzt mal ein gewertetes Match. Also es ist 3 gegen 3, aber halt gewertet.
Und das ist wie gesagt so, da können halt je nachdem an welcher Stelle der Spieler erscheinen, kann es sein, dass ich jetzt oben bin, kann ein Spieler auf jeder Seite eine Fähigkeit, eine Kommandantenfähigkeit entfernen, also verbieten und noch eine Einheit rausnehmen. Das heißt aber natürlich, dass die Einheit für einen selber auch nicht mehr verfügbar ist. Also muss man schon ganz genau gucken, was man da macht. Jetzt sehe ich hier leider, es dauert 1 Minute und 6. Guck mal kurz in mein Profil. Ja, Stufe 26 bin ich. 3 gegen 3 angemeldet. Ach, guck mal hier. Battlefields. Ja, ich habe irgendwie 6 Punkte da bekommen von 80. Hier ist auch eine Match History. Ach so. Ach, hier ist der ganze Quartz. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier steht, was ich gespielt habe, wann und wie weit es da gekommen ist. Die Runen habe ich mittlerweile alle drin. Das Blöde ist, ach doch, man kann die aufwerten. Man muss sich aber die Teile. Ich zeig das mal eben. Ich klicke also hier rauf. Will die upgraden. Hier sind aber nicht genug Runen. Runen sind halt denn noch für Upgrade? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man noch welche kaufen. Man kann die Dinger auch wieder rausnehmen. Hier habe ich so ein paar Achievements hier. Irgendwie schießt so und so viel mit so und so viel weg, haut das alles von der Tapete da. Army Setup habe ich jetzt auch nichts weiter. Ich habe, es gibt noch zwei andere Klassen hier, die, aber ich weiß nicht, ich kann sie irgendwie nicht funktionieren, ich benutzen. Ich glaube, dafür muss ich meine eigene aufgeben. Ich glaube, dafür müsste ich meine eigene aufgeben und müsste dann halt mit einer anderen Klasse anfangen. Will ich aber nicht, denn ich mag. So, jetzt geht's ja auch endlich mal los. Ich wollte gerade schon abbrechen, weil es waren jetzt so ziemlich genau knapp über 5 Minuten. Bei 5 Minuten wollte ich eigentlich raufklicken und als die Maus schon dahin ging, ja, wer ist der hier? Spermazelle. Achso, weil sein Bild so aussieht. Ja, sehr witzig. So, der hat jetzt eine Fähigkeit rausgenommen hier. Und jetzt muss der Typ dann hier von uns eine Einheit auswählen, die er nicht drin haben will. Der nimmt die Belagerungsmaschinen raus. Kacke. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Einheiten rausgenommen werden. Vorhin war ich ja jetzt an zweiter Stelle, als ich das gespielt habe. Und da habe ich diese Walker oder wie auch immer man die nennt. Die Dinger mit den zwei Geschützen wie aus Star Wars da. Die habe ich rausgenommen. Arad? Was? Raging Bonkite. Die band er. Warum band er die? Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich so einfache Einheiten, die kaum was kosten, die würde ich erstmal bannen. Damit halt keine Einheiten so vielleicht in der ersten Runde auf dem Feld sind, großartig. Okay. Einheiten, die ich nicht habe, nimmt er raus. Ist mir natürlich dann so ziemlich egal. Gut, Belagerungsmaschine kann ich nicht nehmen, aber ich kann noch die Anti-Tank-Gun nehmen. Ich kann die Einheiten noch nehmen. Na, wie heißt denn das hier? Was warten die jetzt? Ich habe alles drin. Was ist denn das hier? Paratruppen, hier, Paratroopers. Luftunterstützung, aber so halt, ne? Kommen halt die Einheiten aus der Luft. Ich bin echt schon ein bisschen fertig, entschuldigt bitte, aber das, ich komme nicht. Oh ja, okay. Die ist auch ein bisschen anders. Sie hat halt, wie man sieht, auch jeder noch 1 Minute Zeit, seinen Krempel einzustellen. Vorhin habe ich hier, die habe ich vorhin gebannt. Aber ich habe gar nicht überlegt. Ich dachte mir. Ja, bann ich die für andere. Weil ich natürlich nicht 4 von. Die sind auch cool. Das ist eine andere Modifikation von den Dingern hier. Und die schießen halt die ganze Zeit Raketen. Und mit der Fähigkeit, wenn man sie annimmt, also deren Fähigkeit ist halt so, dass sie auch die Dinger aus der Luft abschießen können. Zwar effektiver als die anderen. So, Vorteil ist, ich bin erst an dritter Stelle. Gut, bei dem ist das Netz ein bisschen langsamer oder der Rechner. So, wie sieht's aus?
Prepare yourself. The battle is about to begin. Okay. Wie man sieht, ich habe hier keine leichten Einheiten drin. Also ich habe nur Einheiten, die wirklich ein bisschen mehr Feuerkraft haben. Ja, und auch etwas mehr kosten. Da setze ich lieber eine Runde aus. Muss ich jetzt aber nicht. Ich glaube, bis ich dran bin, hier sieht man es ja. Bin ja erst hier unten dran. Jetzt ist Nummer 2 dran. Ich muss ja nur auf 1500 kommen, dann könnte ich meinen brutalen Scharfschützen einsetzen. So, mein Kommando so. It's our round and our soldiers are ready and waiting. Dominating. Okay, der eine wurde schon weggehauen. In 10 Sekunden kommen meine Truppen rein. Und hier sind halt immer überall Kristalle drin. Und in der Arena kann man sich. Kann man aus diesen Dingern halt noch ein paar andere Sachen gewinnen. So, da ist mein Kommando. Jetzt bin ich im Scharfschützenmodus, dadurch ist er natürlich ein bisschen langsamer, aber macht halt mehr Schaden. Jetzt kann ich ihn auch aufwerten und daran noch lebt, lohnt sich das auch gleich hier. Ist natürlich blöd, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. In ungefähr 2 Stunden werden die Server ausgestellt. Und sind dafür unbestimmte Zeit erstmal offline, weil, wie gesagt, ja dann erstmal die Beta-Phase vorbei ist. So, jetzt wurde ich aufgedeckt. Hier ist ein Aufklärer, so ein Scout. Der hat mich jetzt aufgedeckt. Und der hat mich fertig gemacht dadurch. So, wir sind jetzt in Welle 6. Das heißt, ich muss jetzt... Komm. Ich muss jetzt aufwerten. Dieser blöde Scout. Jetzt habe ich... Durch diesen Scout... Es ist natürlich so, dass ich jetzt die falschen Einheiten drin habe. Und man sieht auch Herr Sperm. Hat zu viele leichte Einheiten und der Herr schon etwas schwerere. Dadurch werden die natürlich jetzt doch recht leicht weggehauen. So, upgraden. Jetzt hat ihr auch einen Scout hier. Wie heißt denn das auf Deutsch eigentlich? Scout. Erkunder. Ja, das ist nicht ganz das richtige Wort. So, wir sind schon ziemlich weit vorne hier. Okay, die Mine ist fertig. Jetzt haben sie mich gesehen. Dieser verdammte Scout. Man sieht, ich habe hier wirklich nur schwerere Einheiten. Ich setze mal eben Luftschlag ein hier. So, und habe schon ein bisschen Gold bekommen. Und hier ist erstmal der Ofen aus. Das sind die heilenden Einheiten. Aber ich werde jetzt den Kollegen hier nehmen. Er fängt jetzt erst an zu upgraden. Das ist natürlich jetzt sein Nachteil. Ich habe den Gorilla noch nie benutzt. Verständlicherweise, weil ich ihn ja erst erforscht hatte. Scheiße. Und die Einheiten sind schon weg. Ist egal, wir müssen trotzdem durch hier. Und man sieht auch, wie die anderen hier... Wie viele Einheiten die haben. Das sind alles diese leichten Einheiten, die kaum was kosten. Also mehr Masse statt Klasse. Die halten natürlich nicht lange aus. Das ist natürlich auch ein Vorteil. So, ich habe mir noch einen Gorilla hier. Mach ich auch mal auf Masse hier. Obwohl, ich habe nur 5 Einheiten insgesamt. So, meine Einheiten sind unterwegs. Man sieht auch, wie schnell die Gorillas hier jetzt Schaden erhalten. Das ist ein Effekt. Ja, jetzt sind all meine Einheiten eingefroren, können angegriffen werden, ohne dass ich zurückschlagen kann. Ich bräuchte eigentlich dringend die hier.
Das sind die Einheiten, die wirklich Schaden machen. Ich habe natürlich noch den Marauder. Aber ich habe nicht so viel Platz. Und die dauern mir eigentlich zu lange. Vielleicht nehme ich doch den Marauder. So, einmal hier Luftunterstützung. Das Blöde in der Luftunterstützung sind auch ziemlich einfache Einheiten. Es ist von fast von jedem Einheitentypen einer, die da benutzt wird. Oder eine, die eingesetzt wird. Wichtig ist, dass ich hier irgendwie auch dafür sorge, dass wir hier unterstützt werden. Okay, ich habe noch Einheiten, wie man sieht. Noch sind sie da. So, jetzt hat es meinen Marauder zerhauen hier. Mein Marodeur. Hier ein Anti-Tank, dann werde ich jetzt aufstellen. Eigentlich war sie jetzt blöd aufgestellt, weil ich habe sie zu nah an dem Geschütz aufgestellt hier. Und jetzt kriegt ihr auch ganz schön Schaden, wie man sieht. So, Welle 25 muss ich auch, muss ich darauf achten, weil dann kann ich nochmal aufwerten. Das Blöde ist dann aber, dass auch wieder eine gewisse Zeit halt nicht gekämpft werden kann. Oder ich beziehungsweise keine neuen Einheiten erstellen kann. Jetzt sehe ich schon wieder hier vorne. Meine Truppen kommen in 5 Sekunden an. Okay, komm ein bisschen zu Kohle, aber es reicht nicht. Ich brauche ja mindestens 300 hier. Blöd ist natürlich, dass die Belagerungsmaschinen nicht eingesetzt werden können hier. Und wie weit die schon vorne sind hier, Wahnsinn. Wenn wir Pech haben, werden wir das auch wieder verlieren. Das heißt, wir haben schon einiges verloren heute. So, die Einheiten sind jetzt eingefroren hier wieder, versteinert. Das ist natürlich auch blöd. So. Jetzt habe ich es fast verpasst. Ab Stufe ab Welle 25 kann man ja hier. Oh, hier. Jetzt nehme ich einen Luftschlag. Gut, ein paar Einheiten sind draufgegangen. Das ist natürlich wichtig. Wichtig ist, dass der jetzt hier abgefangen wird. Ich habe mittlerweile schon 3 Technologiepunkte wieder zu vergeben. Oh, der ist weg. Oh shit. Einen noch mitgenommen, kurz vor Ende. Wie lange dauert es denn noch hier? 30 Sekunden muss ich noch warten. Das heißt, nur diese Einheitentypen werden jetzt wieder produziert, genau in der Masse und hier hergebracht. So, sind sie schon wieder. Wieder Scharfschutzmodus. Für mehr Schaden. Und man sieht auch, wie schnell meine Einheiten hier eigentlich weggehämmert werden. Aber unbedingt die besseren. Und ich habe nur noch 15 Runden Zeit. Soul Essence Mine Upgrade completed. So, ich stelle hier meine Anti-Tanker auf. So, ich bin der Nächste, der dran wäre. Ich warte jetzt aber tatsächlich auf die Steine, weil ich brauche unbedingt die beiden Typen hier. Die auf jeden Fall. Das ist eher eine Belagerungsmaschine. Beziehungsweise kann zur Belagerungsmaschine werden. Und macht auch dann erst mehr Schaden.
Tankern hat sie ja mittlerweile auch schon zerfetzt hier. Jetzt. Our base is in danger. Don't give up, Commander. Scheiße, die Basis wird auch schon angegriffen. Das ist wieder ein Spaß hier. Der eine Typ hat schon so viele Einheiten hier, der überrennt uns einfach. Jetzt sind da Luftangriff und so. Das war vorhin genauso. Die haben alles zugemetert hier. Wir sind zu gar nichts gekommen. Hier ist gleich die Basis hinüber. Roder. Man sieht auch, meine Einheiten, ich habe zu wenig Einheiten, die kommen ja gar nicht durch. Die kommen ja gar nicht durch. Ein bisschen Schaden erhöhen. Also das heißt, ich werde wohl gar nicht mehr Typen produzieren können, weil wir verloren haben. Scheiße. So, auch nicht hochgelevelt hier. Ich weiß nicht genau, was das hier eigentlich darstellen soll, aber... So. Ich bin der die wenigsten Einheiten hergestellt hat, weil ich auch etwas überwiegend schwerere Einheiten hergestellt habe. Der Typ hat so viele kleine Einheiten hergestellt. Ich meine, das könnte ich auch machen. Natürlich könnte ich 60 Paramilitärs oder so herstellen, aber habe ich gar keine Lust drauf. Das dauert auch. Was heißt, das dauert viel zu lange? Da kriegen die ganze Zeit Kohle dafür, dass sie mir die Einheiten irgendwie nichts Gutes weghämmern. Hier, wir machen noch einmal ein schnelles Spiel. Ich muss mal kurz mein Setup gucken. Ja, okay, das nehme ich so. Obwohl ich nicht so begeistert bin von dem Gorilla, ehrlich gesagt. Ich brauche wahrscheinlich doch noch irgendwie eine leichtere Einheit, vielleicht die Kavallerie. Diese Motorcycles halten leider überhaupt nichts aus. Flammenwerfer war eigentlich auch nicht so prickelnd. Die Pavisa sind eigentlich mit die besseren Einheiten. Die kosten aber auch schon 800, also allzu viel haut man, packt man da auch nicht irgendwie hin. Aber ich glaube, ich nehme am Anfang erstmal... Ach komm, lassen wir so.